Nur nicht gesehen. Mensch. Thank you.
So. Hi. Das ist der langweiligste Tunnel in ganz Süditalien, Norditalien, Entschuldigung. Vielleicht wird ja der nächste besser. Tunnel.
Servus.
Ciao. Jetzt gleich links. Paul, warte mal. Wir müssen uns, glaube ich, einmal orientieren. Und drüben weiter. Ja, dann rufe ich mal, in der Unterkunft an, weil die wollte ja noch mal 20 Minuten davor angerufen werden. Und das noch 20 Minuten. Also 5 Kilometer noch. Tragen wir kurz, ne? Das GPS-Signal ist gerade schwach. Ich trage das kurz. GPS-Signal empfangen.
Hier geradeaus, ne? Unten lang. Ah, das ist rechts hoch. Das geht unter der Brücke dann durch. Ich bin mir aber unschlüssig. Aber sieht. Ne, hier den rechten, ja. Musst du mal ranzoomen. Scheiße. Dankeschön. Echt schlecht, die Hunde. Scheiß Italiener. Jetzt rechts halten, danach rechts abbiegen. Jetzt rechts auf Fahrradweg. Jetzt links, bei dem Silbernen. Oh, der fährt zur Seite. Nett, die Italiener. Grazie. Da oben ist es schon.
Wollen wir mal auf den Robert warten? Du bist an deinem Ziel angekommen. Bis bald. Der hat jetzt gar nicht gesehen, wo wir abgebogen sind. Aber der hat ja das Navi an. Sehr schön. Würstel mit Pommes? Geht doch. Herzlich willkommen in Trento. Wir sind hier gestern angekommen und beeindruckend, wie sich die Berge hinter der Stadt vorschieben. Und in der Gegend, da wohnen wir mit den Hochhäusern. Beziehungsweise haben wir eine Nacht von gestern auf heute genächtigt. Thank you.
Trento links. Ja. Rechts. Dem braunen Schild folgen. Die Radtour von Bozen nach Trient hier ist sehr zu empfehlen. Der Weg ist gut ausgebaut, schöne Sicht, auch auf die Obstplantagen, vorrangig Apfelbäume. Und da hinten der Ort heißt Aua oder auch Ora. Also noch 45 Kilometer bis Trient. Was macht der da?
Regen. Das ist die Burg. Das mögen die Leute meistens nicht. Weinstraße. Wenn dir das nicht zu nass ist. Schöne Aufnahmen. Hier circa 27 Kilometer vor Trento ist italienisches Gebiet. Das fängt hier an, also italienischsprachiges natürlich. Geil aus.
Ja. Stimmt. Nee, das war auch mit dabei, das hat nichts extra gekostet. Mit regionalen Spezialitäten. Ja, du bist der Einzige, der in Ruhe frühstücken kann. Ja. Ach, ich glaube, ich frühstücke dann zweimal. Einmal mit euch. Dann lege ich mich noch mal hin oder so. Und dann noch mal später. Ja. Ja, das mache ich bestimmt auch noch. Also laut Maps ist es ja eine schöne Stadt. Ja. Auch den Anfang von der Doku. Ja. Da soll es ja auch sehr schön aus. Irgendwie noch schöner als Bozen. Ja, hier ist jetzt schon ein Vorort von Trient und man sieht hier auch wieder, dass es ein Weinbaugebiet ist. Keine Obstbäume mehr. Nass. Trient. Links auf den Aufschnitt abbiegen und Karte folgen.
Hier ist das. Verdammt. Ja, mit Bergblick. Wie heißt denn das Schloss hier? Ach, das ist ein Museum. Robert? Wie heißt das Ding? Warst du da schon drin vorhin? Wow. Das müssen wir uns mal angucken. Café Italia. Schon schön aus mit den Bergen im Hintergrund. Ja. Thank you.